Grüß dich Gott und guten Tag. Unsere Mimo, die grüßt euch. Und mal gucken, ob ich die Mausi auch so drauf krieg. Wie bleiben wir jetzt? Jetzt haben wir irgendwas um die 1 Uhr mittags oder so. Knapp nach High Noon. Ja. Alle dösen umeinander, alle sind zufrieden. Alles ist gut. So. So, die Katzen haben wir jetzt gesehen, wie gut es denen geht. Das hier ist die Aussicht. Und bevor ich zum eigentlichen Punkt komme, was ich jetzt sage, möchte ich mich bei Oleg und beim Bernd für die Spende bedanken. Sehr nett. Auch die mutmachenden Worte, wunderbar. Was mich dann zum Thomas bringt. Auch der Thomas hat mir über Facebook schöne Worte geschickt, tolles Angebot gemacht. Wunderbar. Wir werden das dann noch weiter durcharbeiten. Jo, und dann noch der Dennis, der mir heute eine tolle Inspiration gegeben hat. Und der Phoenix, der im letzten Livestream noch toll irgendwas hinterhergeschmissen hat. Auch gute Idee. Er hat es zwar anders gemeint, aber ja, ich habe es anders gesehen und habe daraus dann meine Inspiration rausgezogen. So, der eigentliche Sinn, warum ich dieses Video hier machen wollte, war, in meinen Videos kommt öfters mal vor, vielleicht sollte man die Dinge einfach so anschauen, einfach mal so, wie sie sind. Einfach diesmal zur Kenntnis nehmen und dann darüber nachdenken, was könnte es sein, also was ist das, was mir hier gezeigt wird, und nicht tausend Begründungen suchen mit warum und wieso und kann man das berechnen und. Ja, also in der Hinsicht einfach nur mal die Perspektive wechseln, den Blickwinkel. Das scheint ja für mich hier in meinen Videos ja eine besondere Bedeutung zu haben, ähnlich wie Energie folgt Aufmerksamkeit. Und wenn ich den Blickwinkel ändere, dann kann ich erkennen, dass hier was ist, was ich bisher nicht gekannt habe. Ja, und sehe dann, dass ich ein Riese bin, dem man eingeredet hat, er wäre ein Zwerg. So ist es auch für euch. Also einfach nur den Blickwinkel ändern. Man erkennt es. Man kann es fühlen. Es ist nicht so, wie man das gleich 3D-mäßig irgendwie erwartet. Oh, kann ich dann sofort wie ein Magier hier umeinander? Nein, um das geht's nicht. So. Aber das seht ihr ja und erfährt ihr ja in meinen Videos. Jetzt hoffe ich nur, dass es auch scharf war. Jo. Also, denkt dran, ihr seid Riesen, die man eingeredet hat, sie sind Zwerge. Und das zu erkennen, müsst ihr einfach nur die Perspektive ändern. Insofern wünsche ich euch alles, alles Gute. Me a happy.